So, heute ist Montag und wir sind in eine neue Woche gestartet und tatsächlich auch die letzte Woche unseres Urlaubes, unseres Trips. Und wir waren jetzt gerade in einem Wikingerschiffmuseum, wo man sich historische Wikingerschiffe angucken konnte, die noch komplett erhalten sind, quasi aus der damaligen Zeit. Einige mehr, einige weniger gut. Hinzu waren da noch einige Sachen mit ausgestellt, die man sich anschauen konnte. Und jetzt machen wir uns quasi nochmal auf den Weg zum Fähranleger. Denn von hier aus, es liegt ein bisschen weiter außerhalb von Oslo, kann man mit der Fähre rüberfahren ins Stadtzentrum. Und nachdem wir jetzt hier nicht jedes einzelne Museum angucken wollen, Moment, da wir ja tatsächlich nicht so die großen Fans von Museen jetzt sind, wir schauen uns gerne so ein paar historische Sachen an, beziehungsweise auch was das Land betrifft. Allerdings kostet hier auch irgendwie jedes Museum einzeln, wo wir gerade waren. Und wir haben uns das für uns persönlich nicht als ganz so wichtig erachtet. Schauen uns gerne, wie gesagt, ein paar Sachen so mit an. Jetzt waren wir in dem Museum drin, aber haben uns auch jetzt dazu entschieden, dass wir uns wieder zurück nach Oslo auf den Weg machen. Und mal schauen, was uns da dann noch erwartet. Bis dann! So, nachdem wir im Schiffsmuseum waren, im Wikinger-Schiffsmuseum und dann mit der Fähre zurück. Die Fähre ist nicht in unserem öffentlichen Nahverkehrsticket enthalten, hat jetzt pro Person nochmal 6 Euro gekostet. Man kommt allerdings einmal hin und zurück mit diesem Ticket. Dadurch, dass wir uns jetzt aber schon auf der Insel befunden haben und von dort aus los sind, war für uns nur eine Fahrt notwendig. Das heißt uns 3 Euro pro Fahrt, das ist recht gut machbar, denken wir. Die Fahrt hat nicht lange gedauert, das war nicht mal, glaube ich, eine Viertelstunde, eher so 10 Minuten rüber. Vielleicht auch eine Viertelstunde, 15 Minuten halt. Dann kommt man in Akkerbrücke an, das ist direkt in einem Hafenbereich von Oslo City. Dort sind wir dann noch ein bisschen durch die Stadt geschlendert, bevor wir dann uns nochmal dazu entschieden haben, in Akkerbrücke auch selber noch uns nochmal in diesen Wasserbereich oder zu diesem Wasserbereich zu begeben und uns dort ein bisschen abzukühlen. Das war auch heute wieder gut besucht. Insgesamt ist das Wetter aber heute etwas bewölkter, etwas mehr zugezogen, etwas kühler auch, trotzdem immer noch warm. Also es hat immer noch seine 26, 27, 28 Grad. Ist also nicht jetzt kalt in dem Sinne. Und ja, genau, da waren wir noch ganz entspannt was essen dort unten, und zwar Pizza. Pizza ist in Norwegen auch eine sehr bekannte Leibspeise. Das essen die hier sehr, sehr gerne. Und dann jetzt auf dem Weg zurück zur Unterkunft hatte ich mich jetzt nochmal entschieden, nochmal einmal unseren See hier zu begutachten, den wir hier in der Nähe unserer Unterkunft hatten. Vivi war dafür zu kaputt und wollte nicht, was ist ja kein Problem. Ich bin da jetzt nochmal hin, weil für morgen ist der Wetterbericht tatsächlich so weit, dass es heißt Wolken und Regen. Und da lassen wir uns mal überraschen, wie das ist. Teilweise hatte uns die Vorhersage für das Wetter angekündigt, dass wir einen Temperatursturz von 15 Grad kriegen. Deswegen bleiben wir da mal ein bisschen gespannt. Sind zwar vorbereitet, wir hätten theoretisch schon noch mal andere Klamotten mit, aber mal sehen, was dann einfach morgen kommt. Das stimmt ja nicht unbedingt immer alles. Genau, soweit dann von heute, einen der letzten Tage schon hier in Oslo. Mal sehen, was uns noch so erwartet. Für morgen haben wir tatsächlich diesmal dann einfach mal gar nichts geplant. Lassen einfach mal alles auf uns zukommen und schauen, worauf wir Bock haben. Also bis dann, ciao! Moin! Ja, ein neuer Tag beginnt. Heute ist Dienstag und Torben hatte tatsächlich recht, oder auch unsere Wetter-App. Wir haben hier Regenjacke an. Es nieselt so ein bisschen vor sich hin und ist echt ungemütlich. Wir haben so ein bisschen Kälteschock. Ich
weiß auch nicht, was passiert ist plötzlich. Kleiner Wettersturz oder Temperatursturz eher gesagt. Es ist recht frisch geworden. Ich meine, für die Natur ist das echt super. Aber jetzt nicht so unser Favorite. Und was wir feststellen mussten, bisher war das überall so. Bei jedem Stopp war der letzte Tag der schlechteste vom Wetter. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das so ein bisschen immer so ein Rauschmiss aus dem Land. Aber nun gut, wir haben auch gehört, dass es in Deutschland auch teilweise mal geregnet hat und ist ja auch bei diesen extremen Temperaturen dann doch auch mal ganz nett. Genau, wir gehen jetzt in die Stadt, haben ein bisschen ausgeschlafen, weil man hört es auch an meiner Stimme, sind wir natürlich immer noch ein bisschen angeschlagen. Die Medikamente tun so ein bisschen was, aber ja, mal schauen, wie das weitergeht oder ob wir dann in Deutschland dann mal zum Arzt gehen müssen. Genau, also auf jeden Fall wollen wir jetzt in die Stadt mit dem Bus und dann mit der Metro. Dann vielleicht erstmal einen warmen Kaffee genießen. Und genau, haben nicht so groß was geplant. Wir wollen das einfach so ein bisschen auf uns zukommen lassen heute. Wie gesagt, der letzte Tag und eigentlich alles, was wir uns so grob vorgenommen haben, was wir hier sehen wollen, das haben wir gesehen. Was ja schon mal gut ist. Genau, und sonst genießen wir einfach den letzten Tag. Morgen geht es relativ früh raus, trotzdem noch angenehm, dann müssen wir noch die Sachen packen und dann geht es wieder los zum Flughafen. Genau, und das, was wir vielleicht heute erleben werden, dann nehmen wir euch natürlich auf jeden Fall mit. Bis dann, tschüss!